Ja, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ich wurde von euch jetzt schon des Öfteren gefragt, ob ich nicht mal ein kleines, Tutorial dazu machen kann, wie ich denn improvisiere. Und das ist natürlich besonders schwer, weil ich kann euch Programme zeigen, ich kann euch aber wenig zeigen, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich denn unter Stress stehe. Aber ich habe mir mal eine kleine Szene herausgesucht, die wir uns gemeinsam ansehen können. Und dann werde ich mal so ein bisschen kommentieren, was ich im Vorfeld getan habe und wo dann improvisiert worden ist. Und ob das gut oder ob das schlecht war, ob ich das dann hätte besser machen können. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Warum zeige ich jetzt gerade meine Seite? Naja, ich habe schon einmal einen kleinen Artikel dazu verfasst. Das war allerdings auf dem alten Blog. Den habe ich bisher noch nicht übernommen. Der ist aktuell auf privat geschaltet. Da gab es dann auch einen kleinen Hinweis mal darauf, was ich mir so für Notizen vor einer Runde mache. Ich hatte ja schon mal ein kleines Tutorial dazu gemacht, wie ich an so etwas herangehe, beziehungsweise ich werde ja auch im Nachhinein meine Zusammenfassung, da dann erzähle ich ja auch immer, wie das eigentliche Abenteuer abläuft und wie ich es dann verändere. Das ist ja auch ein ganz starker Teil nochmal, wie ich mich in so ein Abenteuer hereindenke. Ich sage ja immer, dass es besonders wichtig ist, man muss erkennen, was das Abenteuer von einem will. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man es eben auch eigenständig verändern. Dann kann man Sachen herauskürzen oder dazufügen. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam angucken. Die Szene kennt ihr bisher wohl noch nicht. Die wird aber demnächst kommen. Keine Sorge, es ist kein Spoiler in dem Sinne. Es ist eine sehr unwichtige Szene. Sie ist sehr schön fluffig, aber das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, gut, ich habe jetzt einfach mal hier meinen VLC-Player geöffnet und wir werden jetzt nach und nach mal durch diese Folge skippen. Ich habe die Beschreibung ganz am Anfang, das ist auch schon improvisiert, darum soll es jetzt aber allerdings nicht gehen. Was habe ich mir im Vorfeld für Gedanken gemacht? Und da möchte ich euch dann auch einweihen. Es sollte darum gehen, dass es ein Reiseszenario ist. Zumindest soll es da ein bisschen Fluff geben. Wir reisen dann von Stadt zu Stadt. Und zwischendurch kann man dann auf den Landstraßen natürlich auch Begegnungen haben. Das ist natürlich dann normalerweise ganz typisch der Räuberüberfall. Aber da gähnt ein Held mit 10.000 oder 12.000 AP, der kann da nur sehr müde lächeln. Und das ist nicht wirklich eine Herausforderung. Ich habe es trotzdem eingebaut. Ich habe trotzdem eine Räuberbegegnung eingebaut, die dann besonders ist. Warum ist sie besonders? Alles, was ich mir notiert habe, wirklich alles, was ich mir notiert habe, ist, ich möchte einen besonderen Räuberüberfall. Und die Räuber sind in dem Fall Kinder. Das mag jetzt moralisch vielleicht ein bisschen fragwürdig sein, aber genau das will ich ja eben erreichen. Die Helden sollen nicht einfach ihre Schwerter ziehen und dann die Räuber verprügeln oder töten. Genau darum soll es nicht gehen, sondern sie sollen jetzt vor eine Entscheidung gestellt werden, wie sie dann auf so etwas reagieren. Und das wollte ich einfach mal testen und das hat hervorragend geklappt, wie ich finde. Also alles, was ich für diese Szene hatte, alles, was ich für diese Szene hatte, war, ich möchte einen Räuberüberfall machen und die Straßenbanditen sind Kinder. Damit, mit dieser Szene können wir einfach mal reinstarten. Und ja, ich drücke jetzt hier auf Eingabe, beziehungsweise ich werde jetzt hier das Ganze anmachen und dann werden wir nach und nach auf Stopp drücken und uns das nochmal ansehen. Ich werde das ein bisschen kommentieren. Und ja, in der ungeschnittenen Variante müsstet ihr euch dann das in dem Actual Play ansehen, dann bei YouTube. Wenn die Folge dann draußen ist, ist wie gesagt ein milder Spoiler. Es ist einfach nicht storyrelevant. Und so bricht er auf. Heiliger Geber und verzeih mir, wir packen uns diese Hexe schon noch. Ja, über die Straße sind es wohl 9 Meilen ganz grob und die werden dann, ja, natürlich dann dadurch, dass ihr zu Fuß unterwegs seid oder die Pferde eben nur im, ja, im, in der normalen Geschwindigkeit dann eben führt, werdet ihr dann bisschen weniger als 4 Stunden brauchen. Nach ungefähr 3 Stunden wird es alles so ein bisschen bergiger, vor allem ihr seid dann über mehrere kleine Brücken gegangen, vor allem dann bei Rissfurt. Habt die mehrmals dann passiert, ein paar Brücken, wo sich der Fluss dann immer wieder durch das Land zieht, eben dann durch die Hügel zurückgedrängt wird und umgeleitet. Es wird sehr waldig. Auf der linken, auf der rechten Seite könnt ihr dann immer mehr dunkle, verhangene Wälder erkennen.
Ich mache da hier schon mal auf Stopp. Ja, ich hatte hier keinen Text. Ich habe mir da einfach die Karte angesehen und die Karte erzählt dann schon genug. Also schaut euch eben die Karte an. Egal, wo ihr leitet, gibt es da dann Hügel, gibt es Wälder, gibt es Wüsten und je nachdem, was die Karte einem dann gibt, so kann man dann auch beschreiben. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man dann eine Reise über viele Stunden ausdehnt, sondern das ist eben das Schöne. Man kann dann eben eine Reise, die mehrere Tage dauert, kann man über, naja, einen Satz dann auch abkürzen. Und das ist auch in einem Reiseszenario ist das möglich. Ich habe dann eben vorher einen Break gemacht und wie das eben funktioniert, das habe ich euch dann auch jetzt hier im weiteren Verlauf dann gezeigt. Die auf euch zuwachsen, immer wieder ein paar kleine Bauernkarten und Hütten. Und dann, ihr könnt die Stadt noch nicht ganz erkennen. Hört ihr ein Geräusch neben euch, wo der Wald dann an die Straße herangewachsen ist? Gebt mir doch gerne mal eine Sinnenschärfeprobe. Ja, hier habe ich für das Geräusch selber keine Sinnschärfeprobe gefragt, denn nein, einfaches Geräusch, klar, der Wald bewegt sich sowieso immer. Es ging jetzt nur darum, dass man so etwas zuordnet. Aber an dieser Stelle habe ich schon einmal die Geschwindigkeit aus meiner Erzählung herausgenommen und dann eben die Spieler aktiv mit eingebunden, so dass sie dann eben jetzt selber Sinnschärfe würfeln dürfen, sollen. Ich werde auch gleich noch, glaube ich, zumindest eine andere Probe abfragen. Gucken wir noch mal nach. Ihr könnt auch sowas wie Fährtenlesen machen. Fährtensuche, auch das wäre okay. Genau, das ist das, was ich meine. Sinnschärfe wird viel zu oft gewürfelt. Das habe ich ja selber mal in meiner Kritik zu einem Abenteuer, in der Abenteuer-Rezensionsreihe habe ich das mal bemängelt, dass in einem Abenteuer 35 Mal Sinnschärfe gefragt worden ist. Und das ist in meinen Augen kein guter Stil. Rückblickend, retrospektiv würde ich sagen, nein, würfelt keine Sinnesschärfe, sondern ihr würfelt dann doch bitte Naturtalente, denn wir befinden uns gerade in der Natur und da muss dann eben auch sowas abgefragt werden. Wohin will ich denn? Naja gut, Sie werden gleich was erkennen, Sie werden gleich was hören. Dann sollte man vielleicht nicht sowas wie Orientierung benutzen, aber so auf alle Fälle sowas dann wie Fallen stellen. Das wäre dann eher ja möglich, denn naja, es ist halt eine ganz typische Falle und da will man eben auch dieses Talent haben. Auch wenn ich es hier nicht aktiv benutze, um einen kleinen Hasen zu fangen. Es geht aber auch darum, dass ich das selber oft mal gemacht habe und dass ich dann eben auch andere Fallen erkennen kann. Könntet ihr das Ganze nochmal so ein bisschen spezifizieren? Zusätzlich oder stattdessen? Könntet ihr zusätzlich nochmal machen, unabhängig davon, ob ihr die Sinnschärfe geschafft habt oder nicht. Aber die ist zumindest bei euch allen gelungen. Eure Ohren zucken so ein bisschen in die Richtung. Also das ist wohl ein bisschen mehr als ein wildes Tier. Da sitzen dann wohl mehrere Leute im Gebüsch und vor euch auf der Straße könnt ihr auch sowas wie Isarun nicht. Die ist gerade beschäftigt mit ihren Haaren und dreht sich da so ein bisschen oder schubbelt sich so ein bisschen über ihre glitzernden Haare, die so langsam nachwachsen. Die anderen können erkennen, dass es wohl sowas wie Schleifspuren auf der Straße gibt. Ja, hier mache ich auch schon mal Stopp. Also, ich hatte ja angekündigt, ich habe mir nichts wirklich rausgesucht. Ich habe gesagt, es gibt dann jetzt diese Kinderräuber. Und naja, das muss ich irgendwie den Leuten klar machen. Und zum aktuellen Zeitpunkt wissen sie ja noch nicht, dass es Kinder sind. Sondern jetzt klingt es erst einmal nach einer wahrlichen Bedrohung. Nach einer waschechten Bedrohung klingt es zurzeit. Und da muss man sich dann auch überlegen, wie man als Held darauf reagiert. Klar, die wissen auch auf einer Metaebene, dass sie 12.000 AP haben. Und die wissen auch, dass jetzt eine Gruppe von 5 Räubern nicht wirklich gefährlich sind. Da jagt dann der Magier ein Ignifaxius rein. Aber zumindest sollten Sie an diesem Punkt verunsichert sein, was da jetzt kommt und was ich jetzt hier mit Ihnen vorhabe. Bin ich der Einzige, der hier einen Hinterhalt sieht, oder sieht ihn noch jemand? War reichlich offensichtlich, ja. Welcher Dilettant sitzt da im Gebüsch? Ihr seid wie immer sehr dezent. Oh, schreckt Danke. doch nicht so ins Ich sag die Ohr. Wahrheit. Nett von euch. Herr Pyrrhus gebietet uns, offen aufzutreten. Wir haben Die schließlich nichts zu verbergen. Büsche rascheln und ihr könnt dann sehen, wie nach und nach 5, 6 Kinder auf die Straße heraustreten, die jetzt ihre Holzschwerter ziehen. Halt! Gefickt. Im Namen vom Räuberbaron Alrik. Ich springe mal von meinem Pferd und ziehe mal meine zwei Hände. Wir
Ja, hier finde ich noch einmal ganz wichtig, dass man zwischen den einzelnen Abfragen die Leute auch spielen lässt. Denn es geht ja in dem Ganzen nicht um mich, sondern es geht um die Spielerhelden, die jetzt reagieren dürfen. Ich gebe eine Szene vor. Das ist das, was ich immer mache, egal in welchem Rollenspiel, oder das ist das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass ich eine Szene kurz beschreibe. Ich gebe einen kleinen Hintergrund vor. Wir befinden uns auf einer Straße, also irgendwo an einem Wald. Und denen ist jetzt klar, dass sie irgendwie überfallen werden. Und innerhalb dieser Szene sollen sie mit sich selbst spielen, untereinander. Es geht nicht darum, dass ich da noch irgendwie meinen NPC noch mit einbringe. Der kann da natürlich noch mitwirken. Nein, ich reagiere nur auf das, was sie tun und das, was sie sagen. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn sie dann untereinander miteinander harmonieren, interagieren. Das klappt natürlich jetzt bei einer Gruppe, die seit in Anführungsstrichen langer Zeit miteinander rumläuft, klappt das dann schon ganz gut, weil das dann eingespielte Spieler sind. Aber genau da sollte man dann ihnen auch den Freiraum geben und nur an der Stelle, wo sie aktiv Fragen stellen, sollte man dann auch mit eingreifen. Wir fordern Filialen an. Wegzoll. Entweder ein wie heißt das? Weiß ich nicht. Du bist doch der Anführer. Ein Silber oder Honigbonbons. Von jedem? Gefährliche Räuber, wir sollten uns ergeben. Ja, auch hier war nochmal wichtig, dass die Kinder dann nicht 10 Dukaten verlangen, sondern dass es hier wirklich um Spielbeträge geht. Ein Silber, das ist geschenkt, genauso wie die Honigbonbons, das ist komplett geschenkt. Und das ist eben auch wichtig, gerade wenn ich sie eben vor eine Wahl stelle und es hier um Kinder geht und die Moral hinterfragt werden soll. Ja, geben Sie denen jetzt halt einen Silber, klopfen denen auf die Schulter oder wuscheln Sie denen nochmal ein bisschen durch die Haare und sagt, spielt weiter, viel Spaß. Oder reagieren Sie darauf ganz anders. Das war jetzt nämlich die lustige Situation, die ich jetzt erfragen wollte, wie man auf sowas reagiert. Naja, und Honigbonbons als Wegzoll zu fragen, das ist noch wirklich, ja, genau das, was ich eben erreichen wollte. Es ist lächerlich. Ich bin so enttäuscht vom Horrorreich, ich kann es gar nicht ausdrücken. Bin ich denn der Einzige, der schon mal Kinder weggetreten hat? Wollt ihr versteht, wollt ihr von jedem ein Silberstück haben? Nein, eins reicht. Wir kriegen auch so schon So, genug Kinder, ihr Ärger. geht jetzt mal von der Straße runter. Nervt uns nicht. Das ist ein Überfall. Du kriegst gleich eine gescheuert, wenn du nicht von der Straße gehst. Vergessen. Ja, hier war mir auch nochmal ganz wichtig, dass sich das nicht mit einer einfachen, ja, Überredenprobe lösen lässt. Klar, ich hätte jetzt auch überreden oder überzeugen würfeln lassen können, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht abgefragt. Es ging hier mir wirklich darum, ja, was mache ich jetzt mit den Kindern? Klar, Iserun kann die jetzt mit, in Anführungsstrichen, Gewalt von der Straße runterschicken, beziehungsweise sie dann eben auffordern. Aber ich bleib da hart. Natürlich, mir ist klar, da steht eine Basaltfaust in Schwarz gewandet mit einem Zweihänder vor denen. Und ein Pfeil des Lichts und ein Bandstrahler. Normalerweise, jeder normale NPC würde hier dann auch keinen Überfall wagen. Aber gerade weil es sehr naive kleine Kinder sind, habe ich mir eben auch herausgenommen, dass sie dann auch vor einer 2 Meter großen Basaltfaust nicht zurückweichen, weil sie einfach den Ernst der Lage nicht verstanden haben. Und ja, da bleibe ich dann auch einfach hart und warte eben darauf, wie sie weiterspielen. Magistra, es gibt auch keinen Grund, mit den armen Kindern so umzuspringen. Wenn ihr sowas auch noch unterstützt, werden sie wirklich Banditen. Wie alt Was sind sagt die? denn der hohe Preios zu Überfällen? Herr Bahnstrahler. Müssen wir sowas nicht Das werden wir denen gleich näher bringen, aber so etwas gebietet sich mit der gebotenen Härte zu betrachten. Ja, hier auch nochmal super, richtig gut von Rafim bzw. Schoko, dass er auf den Moralkodex bzw. auf die Nachteile von Yalan anspielt, der jetzt hier ein Praios-Akolyt ist und der jetzt hier gezwungen ist zu handeln. Er kann die Kinder nicht einfach zurückschicken. Das ist ein versuchter Überfall, der mag nicht sonderlich toll sein, aber hier wird dann miteinander, untereinander gespielt und dann auf andere Nachteile ja, eingegangen. Und das ist super, dass ich das nicht machen muss, sondern dass die Spieler untereinander sich schon so gut kennen und sowas dann abfragen. Und ja, also das macht dann Johnny, also Ömer, zum späteren Zeitpunkt auch nochmal. Und auch das ist eine ja, sehr, sehr gute Spielerleistung. Und Sie sehen ihn doch an. Ja, aber Wir die haben haben mich den da einmal. schon niedergeschlagen und weggeschleift. Vielleicht sollten wir ihnen echte Waffen schenken. Dabei seid ihr nochmal das, der nicht gut mit das Kindern ist ein ist, guter Jalan. Punkt. Duna, Bursche, wie ist dein Name?
Hab ich doch schon gesagt, ich heiße Alrik. Du bist also der Räuberbaron. Deine Menschenkenntnis verrät dir, er lügt wohl gerade, was seinen Namen angeht. Da musst du jetzt nicht würfeln gegen ein Kind. Ja. Ja, auch hier, wenn die Proben nicht nutzlos sind, dann lass sie einfach weg. Also, die Kinder haben dann natürlich auch sowas wie Überredenwerte. Die sind dann mit, als Kind hat man niedrige Attribute, und zwar an allem. Also da kann man dann höchstens auf sowas wie eine 999 oder eine 10-10-10 würfeln. Und dann sind die Überredenwerte irgendwo bei 2, 3 oder 4, je nachdem wie alt die sind. Ich kann das jetzt würfeln, und da kann Jala natürlich auch eine Menschenkenntnisprobe würfeln, aber warum? Also an der Stelle war es mir ja auch ganz, ganz wichtig, dass, um denen einfach mal zu zeigen, ja, was ist denn, wenn die jetzt einfach mit einem falschen Namen rauskommen? Also reagiert mal auf das, und ja, sie haben da ja auch eben drauf reagiert, aber da dann einfach nicht locker lassen, da weiter am Ball bleiben, das so, ja, wie gesagt, improvisiert. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was es mit diesem Kind auf sich hat. Ich hatte noch keine Hintergrundgeschichte. Der Name, wie gesagt, ausgedacht gerade eben, ob er jetzt Answin heißt oder Alrik oder Peng. Ja, man kann sich natürlich auch sowas wie eine NPC-Liste raussuchen. Man kann sich da jetzt für ein NPC auch Werte ausdenken und vorher aufschreiben. Aber warum? Ich würfel ja mit diesem Kind nicht. Ich werde mit solchen kleinen NPCs nicht würfeln. Und ich muss da den Charakter auch nicht zu erstellen. Ich in der Heldensoftware gar nicht. Also das ist einfach hinfällig. Ich spiele einfach diesen Charakter. Ich gebe ihm einen, ja, er hat das Konzept freche Rotznase, und das verkörpere ich. Ich bin der Räuberbaron. Und warum bist du der Räuberbaron? Weil ich das Sagen habe und weil ich das Silber von euch haben will. Eins reicht, ohne Honigbonbons. Und was denkt deine Mutter davon, dass du der Räuberbaron bist? Das ist meine Mama aus dem Spiel, ja? Hier wurde zum ersten Mal richtig stark improvisiert. Jalan spricht von seiner Seite aus die Mutter an. Und ich habe mir überlegt, ja, klar, also das Kind hat natürlich eine Mutter. Kann natürlich auch sein, dass seine Eltern schon irgendwie gestorben sind. Das kann natürlich auch alles sein. Aber, naja, was ist denn mit seiner Mutter? Vielleicht, jetzt so nah an der Stadt. Könnte ja auch sein, dass die Mutter in der Stadt wohnt. Ist das jetzt eine einfache Bäckerin? Oder könnte diese Frau vielleicht auch jemand anderes sein? Und da habe ich dann auch die Zeit genutzt, während die anderen weiter spielen, mir zu überlegen, was diese Mutter denn von Beruf ist, was sie für eine Profession hat. Das ist jetzt zum allerersten Mal Improvisation. In der Zeit, während die anderen spielen, habe ich mir überlegt, was das dann für eine Mama ist. Denn Jalan hat sie angespielt. Ich habe darauf reagiert. Ich lasse deine Mama aus dem Spiel, wenn mir danach ist. Gebt ihr uns jetzt was oder nicht? Ich rate mal ein bisschen auf ihn zu. Ich gebe dir einen Satz heiße Ohren. Was glaubst du eigentlich, Kind? Hier auf der Straße stehen und Leute ausrauben. Hast du denn sonst nichts zu tun? Musst du nicht Schafe hüten oder so? Es wird bald geschlachtet. Ihr wollt mich schlachten? Die Schafe! Er rennt wieder zurück in den Wald, und die anderen folgen ihm. Ich möchte ihm mal nachgaloppieren und ihm mal Kragen packen. Okay, dann gib mir mal eine Reihenprobe, vor allem wenn du denn in den Wald hineinfolgen willst, dass so ein paar Büsche und Äste zusammen zu dir ins Gesicht peitschen. Du bekommst einen Schadenspunkt und dann kannst du ihn packen. Ja, warum habe ich ihm jetzt tatsächlich einen Schadenspunkt gegeben, obwohl er die Reitenprobe geschafft hat und dann tatsächlich auch noch mit vielen Punkten übrig? Weil unabhängig davon, dass die Reitenprobe gelungen ist, er rennt in einen Wald rein, beziehungsweise reitet auf einem Pferd in einen Wald, und da peitschen dann eben die Büsche zu. Ja, und da hat er dann eben auch selber Schuld. Das interessiert mich dann auch nicht, wenn er da einen Helm auf hat. Das mache ich dann einfach auch, um ihn zu bestrafen. Man könnte das auch anders lösen. Man hätte hier freundlicher und netter sein können. Und hier werde ich dann zum ersten Mal die Moralkeule anwenden. Stehe ich zu. Das können viele gerne anders sehen. Aber ich sag mal so, ein Schadenspunkt, zwei Schadenspunkte. Gerade wenn man 40 hat, dann kann man die ruhig mal verteilen. Und dann werde ich die eben auch raushauen. Jetzt wird es tatsächlich dann auch körperlich. Das heißt, er greift ihn, er packt ihn. Und da muss man immer ganz vorsichtig sein, dass man hier dann keine, ja, wahrliche Gewalt gegen Kinder benutzt, weil das ist ja auch ein großes Tabuthema. Und ja, das war eben auch mitunter ein Grund, warum ich hier auch schon mal so ein bisschen disziplinieren wollte. Ja, wir werden uns dann ja angucken, wie es weitergeht. Ich finde, wie gesagt, das ist eine ganz nette Szene, die,
einfach für diesen Fluff sich sehr schön entwickelt hat. Ah, so kennen wir unseren Ritter. Beugst dich so ein bisschen dann runter vom Pferd, dass du ihn dann vor dem letzten Gebüsch, wo er gerade abtauchen wollte, packst ihn mal im Schlawittchen und er wird unangenehm dann, ja, gewürgt. Du kannst ihn auch hören, wie er so ein bisschen röchelt und dann sein Hemd sich dann nach oben schiebt, ein paar Nähte, die ihn auch reißen und dann hast du ihn auf alle Fälle gepackt. Ich setz ihn dann auch vor mir auf den Sattel. Ich will ihn jetzt nicht an seinem eigenen Kragen baumeln lassen. Oh, Räuberbaron Alrik. Man kann sich doch nicht auf die Straße stellen und arme, unschuldige Leute ausrauben. Die brauchen das Silber auch, nicht nur du. Ja, das ist genau das, was ich eben haben wollte. Dass da dem Kind ins Gewissen geredet wird, dass das hier nicht körperlich angegangen wird. Da hätte man natürlich auch spaßeshalber Silber geben können. Ich meine, Abel mir als netter Horasier, zumindest vorher, hatte dann ja noch gesagt, oh, gefährliche Räuber, wir sollten uns ergeben. Nach dem Motto, geben wir ihm halt das Silber. Und alle anderen waren eben der Meinung, nein, wir sollten so ein Verbrechen nicht belohnen. Na gut, Ömer hatte gesagt, na, dann geben wir ihnen halt keine, wenn sie nur Holzschwerter haben, dann geben wir ihnen halt echte Schwerter. Ich glaube, das war auch so ein bisschen seine kleine Trollader. Jetzt, wo unser Ragnar nicht mehr da ist, unser Bardonomeus, er hatte Ömer so ein bisschen den Troll in sich entdeckt und ja, fand ich lustig. Aber wie gesagt, Yarlan kommt jetzt auf die gleiche Schiene, die ich eben haben wollte. Er setzt das Kind neben sich auf dem Pferd ab und redet ihm dann ins Gewissen oder versucht es. Wir haben hart dafür gearbeitet. Mensch, müsst ihr ein Goldstück verlangen wenigstens. Immer, du hilfst nicht. Entschuldigung. Ah, ihr habt einen gefangen. Sehr gut, Kinder sind viel wert. Sehr gut, sehr gut. Ja, während der Yarlan mit dem Kind da spielt, gucke ich mir mal die Schleifspuren an, ob die da nicht wirklich irgendwie so ein armes Kräutermütterchen oder so umgehauen haben und weggeschleift. Nee, also wenn du da mal rantrittst, vor allem dann auch dahin, wo sie hingerannt sind, da kannst du sehen, wie sie ja wohl mehrere große Baumstöcke abgeschanzt haben und die dann zusammengebunden haben mit so einem sehr einfachen Kordel, die sie dann wohl selbst irgendwie gehäkelt haben, zusammengebunden, irgendwelche Tierhaare, die dann zu einem Seil das dann, und dann, also es ist kein richtiger Baumstamm, es sind halt mehrere Äste, die sie dann über die Straße schleifen können, damit sie dann so eine provisorische Schranke errichten können. Ja, das ist ja herzallerliebst. Therapien. Wir können die ja schlecht zu Sklaven jetzt machen. Darf man die jetzt dann zu Unfreien machen, wenn man die einfach mitnehmen will und sich einfach denkt, ja, das kann ja so nicht sein. Hier bei uns hat man ja einfach gesagt, wir machen uns jetzt zu Sklaven. Ja, auch das ist eine schöne Diskussion, die jetzt hier von Ömer mal besprochen wird, denn ja klar, die Tulamiden in Kuntium oder auch in Alanfa, die würden jetzt diese Kinder zu Sklaven machen. Auch das ist eine neue moralische Entscheidung, die dann hier getroffen werden muss, die gar nicht aus meiner Feder stammt, aber da dann auch nicht unterbrechen, sondern lass das Kind an dem Punkt schweigen, da dann nicht wild herum improvisieren, sondern einfach den Gesprächen folgen. Das sind Kinder. Ich bin doch Ritter. Ich könnte doch eigentlich noch... Wie hieß das doch mal, dieser Sklave, der kein Sklave war, den man als Ritter... Kappe hieß das. Das ist dann eine Kappe. Kappe, genau. Ein Knappe. Das ist ein Knappe. Ja, das ist doch nah dran. Da muss ich mir da extra so einen adligen Jungen irgendwo hersuchen. Yarlan, jetzt kannst du mir doch nochmal eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Ja, traditionellerweise ja. Oh, Menschenkenntnis ist jetzt nicht unbedingt mein Leittalent. Ich glaube, ich möchte die 20 schippen. Worth it. Geschafft, warte, ja, geschafft. Sieht sehr geschafft aus. Ja, er hat rote Haare und sieht Torwalsch aus, auch wenn er noch sehr jung ist. Also die roten Haare und die Sommersprossen verraten wohl, dass er ein Torwaler ist. Und während du ihn noch so ein bisschen betrachtest, merkst du auch, wie er dir den Ellenbogen in die Nase rammt. Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich bisher noch keine Ahnung hatte, was das für ein Junge ist. Die Idee ist mir dann währenddessen gekommen. Ich hatte mich dann in meinen Vorbereitungen auf die Stadt selber, auf das eigentliche Reiseziel, hatte ich mich natürlich darauf vorbereitet, dass die Baronin, beziehungsweise noch höher die Gräfin, ist eine Torwalerin. Und diese Torwalerin hat eigentlich keinen Sohn. Es ist einfach nicht beschrieben, weil sie im Verlaufe... Dann, was mit ihr passiert, werde ich jetzt an dem Punkt nicht erzählen, da könntet ihr euch dann selber einlesen, aber es ist zumindest nicht beschrieben, dass sie kinderlos ist und daher habe ich ihr jetzt einfach mal dieses Balk angedichtet, was dann eben auch diesen Plot noch einmal, ja, einfach aus dem Fluff heraus, aus meiner Improvisation heraus verändert hat.
Und das war in meinen Augen nochmal eine ganz gute Idee. Wie gesagt, ich bin dann hier auf die Stichworte eingegangen. Das, was Jalan sagte, das kam, wie gesagt, nicht von mir, sondern das kommt jetzt dann von ihm und meiner Gedankengrütze. Oh, um Himmels Willen, dass du ja wohl hier geblieben bist. Das ist mein Kampfgeist. Du bekommst einen Schadenspunkt nochmal zusätzlich. Meine Nase ist doch sowieso von zu. Sag mal Answin. Also unser Answin. Es gibt hier keinen anderen Answin. Answin. Die Frau Gräfin war doch Torwart. Also meine Mutter wird euch umbringen. Ruft euch doch hinterher und läuft dann wieder zurück in den Wald, wo ich er. Ich wollte ihn jetzt nicht loslassen, darf ich? Dann hältst du ihn weiter fest. Ich glaube, die Selbstbeherrschungsprobe können wir uns bei einem Schadenspunkt auch schenken. Er murmelt dir das trotzdem oder zischt es dir zu. Meine Mutter wird dich umbringen. Ich denke nicht. Das haben schon andere Leute gedroht. Also ich glaube, der würde mal einen guten Kappen machen. Meine. Ich bin mir ziemlich sicher. Heißt es jetzt Kappa, wenn man das, und das heißt dann auch, wenn das weiblich ist? Es heißt Knappe und es ist egal, ob männlich oder weiblich. Also gibt es auch weibliche Knappen. Exakt. Ah. Oh, komm Bursche, wir bringen dich zu deiner Mutter, dann kannst du dir in meiner Anwesenheit sagen, wen sie umzubringen hat. Ja, und zumindest jetzt ein Druckmittel. Ein Angriff auf einen Gaugrafen ist ein Staatsverbrechen. Ach, aber mir... Das ist so horasisch wieder. Macht aus den Kindern nicht keine größeren... Und müsst ihr nicht jedes Verbrechen ahnden? War das nicht so? Richtig, und jedes Verbrechen gehört mit der gebotenen Härte geahndet. Das hier ist ein Kind, das sich einen Spaß erlaubt hat. Auch wenn es sehr rüpelhaft ist. Naja, es hat die gerade voll in die Schnauze gehauen. Ich meine, das hat mir schon gut gefallen. Die gebotene Strafe ist wahrscheinlich, leg ihn übers Knie und hau ihm den Hintern rund. Ja, genau das wollte ich eben jetzt anstoßen. Diese moralische Diskussion, die gerade geführt wird, Jalan muss natürlich Verbrechen ahnden. Das ist genau das, was ich eben haben wollte. Als Helden sollten sie sowieso Verbrechen nachgehen, egal wie klein oder groß. Und das ist jetzt, wie gesagt, kein großer Plot, kein großartiger Plot für 10 bis 12.000 AP. Aber naja, aus so einem schönen Fluff hat sich dann noch eine weitere Geschichte entsponnen, die dann eben auch für denkwürdige Momente sorgt. Zumindest ich fand diese Szene ziemlich klasse und die anderen fanden sie dann auch ziemlich lustig und wird uns wohl auch noch lange im Gedächtnis bleiben. Richtig, wir werden ihn zu seiner gnädigen Frau Mutter bringen, die er ja so freundlich erwähnt hat. Und ich bin mir sicher, die wird ihm schon einen Satz heiße Ohren geben. Jetzt haben wir aber wirklich genug Zeit, die er verschwendet. Ja, lasst uns reiten. Alternativ lassen wir ihn einfach einen Tag lang am Travian-Tempel, danach wird es ihm schon besser gehen. Ja, du behältst ihn ja auf deinem Pferd. Viel Spaß. Oh, das wird ein unangenehmer Ritt. Gut, dass wir jetzt auch Kinder anstecken. Ja gut, ich glaube an der Stelle können wir dieses kleine Improvisationstheater von meiner Seite aus beenden, denn ihr habt gesehen, was ich mit meiner Szene erreichen wollte. Es hat, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie lange diese Szene ging, ich glaube eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Es war lustiger, netter, kleiner Fluff, der dieses Reiseszenario dann von Erlgau nach Gräflich zwei Mühlen so ein bisschen begleitet hat. Es ist eine Szene, die in Erinnerung bleiben wird. Und nur mit diesen wenigen Stichworten habe ich dann eben diese Geschichte geschaffen, den Rest komplett dazu improvisiert, also die ganzen Fallen, was sie da irgendwie zusammengeschanzt haben, dass sie da im Gebüsch sitzen, das ist alles komplett frei von der Leber weg. Ich wusste nur, Räuberüberfall und Räuber sind gleich Kinder. Und so habe ich zumindest diese Szene dann konstruiert, so habe ich improvisiert. Es gibt natürlich auch Szenen, die ich dann nicht improvisiere, sondern wo ich dann auch mich sehr gut darauf vorbereitet habe. Aber in diesem Rahmen ist das etwas, wie ich dann aus zwei Stichworten diese Szene gebaut habe, die dann von alleine gelaufen ist. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial ein bisschen mal in meinen Kopf lassen, so ein bisschen veranschaulichen, wie ich versuche, meine Welt dann lebendig wirken zu lassen. Und ich hoffe, dass euch eben auch sowas gefallen hat. Also überlegt euch kurz, braucht ihr etwas? Und wenn ja, was braucht ihr? Wie essentiell soll so eine Szene sein? Müsst ihr Proben würfeln? Wenn ja, welche Proben müsstet ihr würfeln? Und lasst die Leute dann einfach spielen. Also lasst sie dann in dieser Szene interagieren. Sie sollen sich miteinander unterhalten. Vielleicht sprechen sie mal einen NPC an. Aber meistens sollte ich dann nur auf das reagieren, was sie dann eben tun.
Ja, das ist dieses kleine Tutorial, wie gesagt, wen es nicht interessiert, der ist ja sowieso schon nicht mehr da, aber für all diejenigen, die eben sowas haben wollen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kann euch noch im Verlauf weitere Tipps geben. Die ein oder anderen Tutorial-Ideen hätte ich natürlich noch, aber ihr könnt mir natürlich auch noch gerne schreiben, wenn ihr irgendwas anderes Besonderes sehen wollt. Alles kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil ich einfach selber nicht weiß, wie ich dann eben improvisiere oder was ich dann tue, wenn ich unter Stress stehe, wenn ich einen unterleite und wie ich dann irgendwie Proben auch improvisiere. Also ist das jetzt eine Erschwernis plus 5 oder plus 7 oder eine minus 3? Das entscheide ich einfach ad hoc, also aus dem Bauch heraus. Und es gibt zwar ein paar Tabellen, worauf man sich dann verlassen kann oder könnte, aber eigentlich muss man da jetzt nicht groß ins Regelwerk gucken. Man sollte dann eben überlegen, wie viele AP habe ich, wenn ich dann eine Heldenstufe habe mit Starthelden, also 400 oder 500 AP, dann sollte ich keine Erschwernisse von plus 7 geben, auch wenn es im Regelbuch steht, sollte ich nicht tun, sondern dann eher mal eine plus 1 oder sehr viel eher eine minus 3 oder so, damit das eben auch überhaupt was wird. Ja, gut. Damit bin ich fertig. Wir sehen uns hoffentlich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.